Hallo, mein Name ist Sven Mendelin von Online Tennis Lernen. Heute mal zu einem etwas anderen Video, und zwar möchte ich dir heute zeigen, wie du bestmöglich dein Griffband wickelst und welche Schritte dafür notwendig sind, dieses auch zu erlernen und natürlich damit auch dir Zeit zu sparen. Und wenn du Interesse hast, mehr über Tennis zu erfahren, sowohl im taktischen als auch im technischen Bereich, dann abonniere meinen Kanal. Hier gebe ich dir Informationen zu all den Themen, die rund ums Tennis laufen. Ich wünsche dir nun viel Spaß beim Video, wie du dein Griffband ordentlich wickelst. Zuallererst kommen wir mal zu Schritt 1. Hier ist erstmal das Griffband, was ich gleich benutzen möchte. Ihr findet beim Griffband immer zwei Sachen. Zum einen natürlich den Klebestreifen, den ich hinten zum Schluss drum machen muss. Zum zweiten natürlich das Griffband selber. Ja, zuallererst muss ich aber jetzt mal sehen, dass ich mein altes Griffband entferne. Das ist ein sogenanntes Overgripband, welches über das normale Basisband gemacht wird. Dieses kann man hier relativ leicht entfernen und natürlich dann direkt in den Müll wandern lassen, weil ich nämlich das nach so zwei, dreimal Spielen nicht mehr gebrauchen kann. So, das schmeiße ich gleich weg, keine Angst, das landet ordentlich im Müll. So, zum einen bereite ich es so vor, dass ich jetzt hier von diesem Klebestreifen erstmal die Folie abziehe, damit ich jetzt auch gleich nicht noch großartig rumfummeln muss. Ja, und lege auch das hier unten hin. Zum zweiten habe ich jetzt hier das Griffband. Das ist ein weißes Griffband von Wilson, welches ich als Spieler benutze. Und hier seht ihr schon, da ist auch noch eine Plastikfolie drum hier oben drauf. Und natürlich hier unten noch ein kleiner Klebestreifen, den ich benutze zum Start des Aufklebens an Griff. Hier müsst ihr darauf achten, dass, wenn ihr euch das Griffband anschaut, ist meist eine dünnere Seite dabei und hier unten drunter ist ein Klebestreifen und das ist damit auch gleich der Startpunkt zum Wickeln. Also ich ziehe jetzt hier die Folie ab von dem Griffband, schon mal von dem gesamten Griffband. Das kann man auch erstmal dran lassen, das geht auch so, ne? Das kann man hinterher mitziehen und nehme jetzt hier im ersten Schritt den kleinen Klebestreifen noch ab. So, jetzt habe ich hier eine klebende Fläche oben drauf, ihr seht schon, das haftet ein bisschen an meinem Finger und drehe jetzt quasi als Rechtshänder das Griffband. Ja, das heißt, ihr seht schon hier, mein Basisband kann auch mal erneuert werden. Hier hat sich schon der Punkt vom letzten Overgripband gefestigt. So, ich nehme den Schläger in die Hand, in die linke Hand und habe in der rechten Hand den Anfang von dem Griffband. Ja, und fixiere den Schläger hier und versuche jetzt hier oben auf der, das sieht man von hier aus, ja, auf der langen Seite das erste Mal anzukleben und das Ganze auch hier mit dem Daumen festzuhalten. Ein paar Fehler, die ich häufig auch sehe, sind zum Beispiel, dass ich hier am Anfang das Griffband zu tief aufsetze und da ich natürlich hier unten keine neue Haftkraft habe, vor allem für Leute, die tief anfassen. Ich bin auch jemand, ein Spieler, der sehr tief anfasst, deswegen habe ich auch da meine Hornhaut in der Hand, ja, sodass ich hier anfasse und dann natürlich auch unten die Haftbarkeit brauche. So, jetzt nochmal von vorne und zwar Klebeseite ist unten und ich fixiere sie hier auf der langen Seite von dem Griff und halte diese mit dem Daumen fest. Versuche schön oben an die Kante zu kommen. Ich klebe sogar noch ein bisschen drüber, das heißt, ich bin noch ein bisschen über der Kante und versuche jetzt hier den Schläger mit der linken Hand zu drehen und mit dem rechten Daumen das Ganze rumzuführen. Das ist die erste schwierige Ecke hier. Hier muss ich versuchen, so zu überkleben, dass zum einen der Anfang drüber bleibt und zum zweiten ich hier auch eine gute Haftung habe. Das heißt, hier könnt ihr ruhig ein bisschen mehr Zug drauf geben. Die linke Hand dreht weiter und jetzt versuche ich hier leicht runter zu kommen. Ja, und versuche natürlich auch hier den Abstand jedes Mal sauber zu halten. Was hier häufig sehe, ist auch, dass man dann zum Beispiel hier zu weit runterklebt und dadurch entstehen Lücken, was auch natürlich dann schneller zum Verriss vom Griffband kommt, sodass ihr es häufiger wechseln müsst. Also hier darauf achten, dass ihr am Anfang die Lücken, seht ihr schon hier, ne? Ich sag mal, diese Abstände sind fast alle gleich groß, so ungefähr, sodass ihr da wirklich auch eine gute Haftbarkeit habt beim Griffband. Aber ich sag mal, auch hier ist es wichtig, dass ich das natürlich häufiger mache. Ne? Die linke Hand dreht weiter. Und ihr seht schon, ich bin schon fast am Ende des Griffes, das heißt, es ging schon relativ zügig. Nehme jetzt hier noch den letzten Rest von der Folie ab und komme dann zum Ende. Jetzt ist hier das Geschmackssache, wie hoch man das Ganze macht. Ich wickle es eigentlich immer bis zum Ende, ja, sodass auch der Griff schön weiß durch ist, weil das habe ich, passt natürlich auch gut zu meinem Schläger, das weiße Griffband, sodass ich hier wirklich auch bis oben wickle und natürlich jetzt hier am Ende schon. Ne? Ihr seht schon, sieht eigentlich relativ ordentlich aus. Ne? Hier oben, da ich das Griff mal ein bisschen länger ist, mache ich die Rillen immer ein bisschen enger, damit es auch vom Griffband her passt. Ja, ich könnte jetzt auch sag mal, das noch ein bisschen größer machen und könnte den Rest des Griffbands abreißen. Das würde mit den Griffbändern auch gehen, das ist kein Problem. So, ich halte hier das Ende fest. Jetzt nehme ich hier meinen Klebestreifen, ja, drehe den Schläger aber um den Kopf und wickel den Klebestreifen quasi auf, sodass das dementsprechend jetzt hier das Wilson Pro Overgriffband mit dem Kopf zu mir, ja, zeigt, also auf dem Kopf steht, ja, und nehme den Daumen, nehme den Klebestreifen in die Hand und setze hier an der Seite an.
Hier halte ich fest mit dem Finger, damit das nicht wegrutscht. Und hier wickele ich weiter rum, bis im Endeffekt das Ganze zum Abschluss kommt. So, und ihr seht schon, jetzt habe ich hier eine gute Qualität. Es gibt, manche Spieler haben auch noch dieses Bändchen, dieses Gummibändchen, was hier zum Schluss drum kommt, um nochmal schlussendlich zu versiegeln. Das ist aber in dem Fall nicht nötig, weil das eine gute Haftkraft hat. Und dementsprechend habt ihr hier ein sehr gut gewicktes Overgrip-Band, was über dem Basisband ist. Ich habe es jetzt für Rechtshänder vorgemacht, das ist nochmal ganz wichtig. Linkshänder machen es natürlich genau andersrum. Das heißt, die nehmen Schläger in die rechte Hand und starten quasi in die andere Richtung mit dem Wickeln. Ja, sodass hier auch, wenn ich einen Schläger in der Hand habe, das perfekt gewickelt ist und nicht dadurch, dass ich jetzt mit links oder mit rechts drüber, so leicht drüber rutsche, dass das Ganze nicht verrutscht. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr konntet lernen, wie ihr euer Griffband wickelt. Ja, das Ganze erfordert natürlich einige Übungen, wenn man das vor allem dann so schnell macht. Da braucht man schon einige Male und natürlich auch hier, um die Distanz richtig zu wählen und damit das Griffband nicht am letzten Ende runterrutscht oder verrutscht, weil dann muss man auch ganz schnell wieder Neues machen. Also wenn ihr noch Interesse habt an weiteren Tennisvideos, dann lasst euer Like hier, kommentiert mein Video und abonniert meinen Kanal und ich freue mich darauf, euch beim nächsten Mal wieder zu sehen. Bis dahin, euer Sven.